Jeden Tag werden Dinge gefilmt, die niemand erklären kann. Es gibt Begegnungen mit komischen Figuren, seltsamen Kreaturen, die euch heimjagen wollen. Und wir gucken uns genau diese Videos an, denn wir schauen uns die gruseligsten Kreaturen an, die auf Kamera gefilmt wurden. Lehnt euch zurück, holt euch Popcorn und deckt euch mit eurer Decke zu, denn es wird gruselig. Und lasst einen Daumen nach oben da, wenn ihr Horror und gruselige Videos liebt. Let's go! Wir sind irgendwo im Amazonas. Bro, what? Fam, das sieht aus wie Bigfoot oder sowas. What? Oder? Bro, was zum... Oh mein... Was? Okay, Digga, keine Ahnung. Das sieht aus wie so ein Bigfoot-Felltypi oder die andere Variante, die es gibt. Ein alter Opi mit Schwingetitten, der ein bisschen im Matsch gebadet hat. Moin, Leute. Ich bin Opi mit Schwingetitten und habe im Matsch gebadet. Ich würde aber eher auf Bigfoot tippen. Keine Ahnung, Bruder. Warum sollte man ganz alleine verlassen, mitten in irgendeinem Fluss, im Amazonas oder sonstiges, da drin durchlaufen, Alter? Und das ist ja eine riesige Gestalt. Das ist nicht irgendwie so ein 1,50 Meter-Ding oder sowas. Bro, I don't know. Oh, Junge, was zum Teufel? Wir haben einen Motocross-Fahrer. Oh mein Gott. Was zum Teufel, Digga? Der fährt im Wald durch und hat da gerade Knochen gefunden und sagt schon so irgendwie creepy. Hört ihr das? Hello? Da hat jemand gerade... Da hat irgendjemand gerade Hilfe gerufen. Oh God, there's even more bones than last time. Bro, und noch mehr Knochen? Was passiert in diesem Wald? Es fährt ein Typ irgendwie in den Wald, ja, mit seinem Motocross, sieht erstmal überall Knochen rumliegen, was ja schon super scary ist. Und dann hört er aus der Weite Hilfeschreie von irgendeiner Kreatur oder sowas, hört so, wie jemand auf ihn zuläuft und jetzt fährt er weg und anscheinend soll jetzt nochmal was Krasseres passieren. Bro, wieso fährt er überhaupt noch weiter in den Wald? Ich wäre schon längst durchgezogen, Mann. Er sagt, ich werde bald umdrehen. Holy crap, dude, this trail going on forever. Er sagt, hier geht's unendlich weiter. It just got really quiet, really fast. Es ist komplett ruhig geworden, WTF? Wo sind die Insekten hin? Bro, da sitzt irgendwas. Nein, 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 Bro, da war was. Bro, da war irgendwas. Bro. Ja, okay, na, Fam, nee, gut, das war's mit den Waldspaziergängen für mich, das war's mit der Natur, das war's mit Mutter Natur, tschüss, da geht gar nichts mehr. Nix da, oh, ein Wellensittich, oh, das eine Amsel, hui, eine Birke, nix, Bro, durchziehen, yalla, pipi. Brother, Fam, alter Schwede, solche Videos kann ich nicht erklären. Digga, man sieht ja, also, das ist ja nicht gefaked so, du siehst, da ist in der Aufnahme irgend so eine Figur drinnen. Ah, Bro, ich will nicht drüber reden, Alter, ich will nicht drüber reden, Mann. Das ist genau diese Figur, die man nachts immer sieht in seinem Zimmer dann und auf einmal ist sie weg, ne? Na, Digga, ich will nicht drüber reden. Komm, weiter. Nee. Bro, da hinten läuft was. Ich sehe es jetzt schon. Wieso gehen die nachts schaukeln? Was stimmt mit euch nicht? Bro, was ist das da hinten? Na, Fam. Bro. Digga, das hat keine Kleidung an, oder? Das ist so einfarbig, dieses Ding. Oh Mann, Alter, wieso geht man... Okay, warte mal, Bro, die Menschen sind selber schuld, Digga. Ach, Samstag, 22.48 Uhr. Was könnten wir wohl jetzt machen? In eine Shisha-Bar? Ein bisschen Billard spielen? Netflix gucken? Nein, wir gehen in den Wald auf eine gruselige Schaukel, Mann. Manche Menschen geht's nicht gut. Selber schuld, wenn auf einmal Kreatur hinter dir steht und weiß ich nicht, du Pipi in Hose machst. Selber schuld, Bro. Kauf dir neue Hose. Kann ich auch nichts dafür. Schau lieber Netflix. Was weiß ich was, Alter. Mag YouTube-Videos. Abonnieren. Der macht super Videos. Toll. Super klasse, oder? Okay, diese Ziege hat anscheinend irgendeine Gestalt oder Kreatur auf sich. Mr. Ziege? Die hat irgendwas Schwarzes auf sich. Ist das eine Fledermaus oder so? So ein Vogel? Also sieht aus wie eine Fledermaus oder ein Vogel. Die versuchen das jetzt runter... Oh mein... What? Na, Fam. Okay, warte mal. Was war das für ein Alien-Ding? Na, Bro, das ist in irgendein... Schau mal, das ist irgend so ein Land, wo die so im Wald leben und so. Nee, Digga.
Na, keine Ahnung, was das war. Bro. Fam, ich weiß doch auch nicht, Alter. Sehe ich aus wie ein Astrophysiker, Tierwissenschaftler? Nein, ich bin ein Junge, der gruselige Videos anschaut. Woher soll ich wissen, was das für eine laufende Kacke war? Bro, das sah aus wie eine Fledermaus am Anfang. Auf einmal ist das so ein Aal. Können die an Land leben? Nein, oder? Bro, das sah aus wie so ein Aal. So ein riesiges, schwarzes Ding, so, was da so irgendwie über den Boden kriegt. Aber ich weiß nicht, ob die an Land leben können. Und warum sollte der auf eine Ziege gehen, Digga? Denkt ihr, der dachte sich so... Oh, Mann, Alter. Ach, ist das Leben als Aal langweilig. Ich weiß doch auch nicht. Moment mal. Lass uns auf eine Ziege gehen und auf diese Ziege reisen nach Jerusalem. Viel verdammt mal. Wir fahren an zwei Rehen vorbei. Und auf einmal spawnt ein drittes. Bro, Fehler in der Matrix. Guck mal. Bro, was? Woher? Nein. Mein Kopf schmilzt. Bro, mein Kopf schmilzt. Woher? Woher? Hä, woher? Bruder, Fam, keine Ahnung. Rehe sind einfach weird. Was soll ich euch sagen, Alter? Vielleicht haben die eine fette Party gefeiert und auf einmal... Ich weiß doch auch nicht. Bro, ich hab keine Ahnung. Da ist einfach ein Reh neu gespawnt. Irgendwer hat halt einfach rechte Maustaste gedrückt, einfügen. Auf einmal ist Reh aufgeploppt. Was soll ich sagen? Ich kann's euch nicht erklären, Bro. Ich bin kein Physiker. Wir sind jetzt in einem Garten. Und in diesem Garten wurde anscheinend etwas sehr Schlimmes und Gruseliges gefilmt. Das gefällt mir gar nicht. Oh, nein, Bro, nein, ist mir kacke. Nee. Was zum Teufel ist das? Hä? Na, Bro. Bro, kannst du mir sagen, was du willst? Das war ein echtes Video. Nee, Digga, ich kann nicht mehr in meinen Garten gucken. Bro, ich kann nicht mehr in meinen Garten gucken. Bruder, was ist das? Erklärt mal bitte. Okay, wir versuchen jetzt mal logisch zu denken, was das gewesen sein könnte. War das vielleicht wieder der Schwingetitten-Opi, der im Matsch gebadet hat und jetzt der Wiese sich trocknet und auf uns zuläuft? Was soll das sein? Bro, was soll das sein? Johnny Sins, der auf uns zuläuft, oder was? Mit Latze. Wer ist das? Ich kann's euch nicht sagen. Wir sind jetzt auf einer Überwachungskamera wieder im Garten. Digga, das ist ja wieder der Opi. Nein, Fam, was ist das, Bro? Gisela, bist du's? Gisela aus der Nachbarschaft, Haus 7b. Du willst ein Stück Kuchen, oder warum? Willst du in den Pool springen? Arschbombe, oder? Fam, Digga, ich weiß nicht, warum es solche Videos gibt. Ich würde es so gerne erklären. Ich habe einfach nur Schiss. Ey, Bro, ich kann nicht mal da was du sagst. Schau mal, ich kann nicht mal mehr reden. Ich versuche es zu erklären, dass ich nicht so viel Schiss habe. Aber ich kann es nicht erklären. Bro, das kann einfach nur, also Gisela sein, die, weiß ich nicht, vom Blitz getroffen wurde und jetzt ein bisschen knusprig aussieht, ihre Kleidung verloren hat, ihre Haare seit 3 Wochen nicht gewaschen hat und mit fettigen Haaren jetzt in einen Pool springen will. Zur Abkühlung. Das ist die einzige Story, die ich darauf aufbauen kann. Wir sind irgendwo wieder mitten... Ah, da kommt was auf uns zugelaufen. Okay, ja. Yeah. Bro. Hä? Digga... Ich kann es euch nicht sagen. Ich kann es euch nicht sagen, Bruderherz. Guck mal, das Ding ist, Bro, Mr. Schatten war das, ja? Das war einfach ein Schatten, der auf uns zugelaufen ist. Wie kannst du erklären, dass ein Schatten auf dich zuläuft? Das war eine Silhouette von einem Menschen, aber das war kein Mensch. Du hast da durchgucken können. Ach, ich weiß es nicht. Bro, ey, ich werde danach wieder so. Ich werde mich einkacken, Leute. Ey, ich würde sagen, das war's für heute, okay? Gruselige Kreaturen, wir haben genug gesehen, Alter. Wenn ihr noch einen Teil davon wollt, lasst ein Like da, ja? Bei 4000 Likes mache ich nochmal, Alter. Ansonsten können... Nee, gar nichts mehr. Nächstes Mal schauen wir uns Ponys an und Katzen, Alter, die sich gegenseitig abschlecken. Was weiß ich, Alter. Lasst ein Like da. Lasst ein Abo da. Bis morgen bei einem neuen Video. Tschüss.